Philipp Minarek. Sein Rennen auf Ismene im Henkelpreis der Diana dauert nur wenige Sekunden. Der Jockey konnte einen Nicker der Schlenderhannerin nicht aussitzen und musste schon kurz nach dem Start zu Boden. Vinzenz Schirgen. Im April bricht sich Vinzenz Schirgen in der Arbeit das Schienbein und fiel einen Großteil der Saison aus. Am Ende des Jahres kam er auf 5 Erfolge. Das Championat der Amateurrennreiter konnte er damit nicht gewinnen. Es wäre sein 6. Titel in Serie gewesen. Selina Ehl. Am 22. Dezember in Dortmund feuert die Besitzertrainerin ihren Schützling Sorju, der gewann und ihr damit zum Einzug in die Stallparade verhalf, derart an, dass sie einknickte und sich einen Kreuzbandriss zuzog. Statt zur Siegerehrung ging es ins Zimmer der Sanitäter. Sibylle Vogt. Mit Winterfuchs gewinnt die Schweizer Amazone das Dr. Busch Memorial und sollte den Campanologist Sohn dann auch im Derby reiten. Doch eine Verletzung des Ravensbergers verhinderte Vogts zweiten und auch chancenreichen Auftritt im blauen Band. Meißenheim. 2019 gab es keine Rennen in Meißenheim. Der Grund? Wildschweine beschädigten das Geläuf. An eine Durchführung von Galopprennen war nicht zu denken.